Ich bin großer Fan der ganzen Boost-Dämpfungen in all den Adidas-Laufschuhen, die wir heute so auf dem Markt finden. Und deshalb freue ich mich auch heute wieder auf dieses Review, wo ich über den Solar Glide von Adidas spreche. Mal wieder ein Laufschuh, mal wieder die Boost-Dämpfung natürlich. Und ich werde in diesem Review natürlich auch den Solar Boost ins Spiel bringen. Ein Laufschuh, der dem Solar Glide extrem ähnlich ist. Und ich werde über meine Lauferfahrung natürlich primär in dem hier berichten oder von dem hier berichten. Bevor wir auf die Eigenschaften des Modells eingehen, mein Name ist Philipp, ich begrüße dich hier auf diesem Channel. Freue mich, wenn du dem Video hier einen Daumen nach oben gibst, freue mich aber vor allem, wenn du den Channel abonnierst. Wenn du Läufer bist, dann macht das auch Sinn, denn wir möchten mit diesem Kanal wachsen und vor allem eine Plattform für Läufer schaffen. Wir möchten hier Gewinnspiele verlosen. Ich habe in den letzten Wochen über 80 Laufschuhe getestet. Habe dazu bereits auch ein Video abgedreht, das findest du als ersten Link in der Videobeschreibung direkt. Und dort spreche ich auch über den Solar Glide. Aber in dem Video hier geht es mal ein bisschen detaillierter um diesen Schuh, was mir besonders gut an dem Modell gefallen hat, wie es sich zum Beispiel auch mit dem Ultra Boost 20 vergleichen lässt, dem absoluten Flagship von Adidas, wie es um diese Boost-Dämpfung steht, von der ich bereits ein bisschen gesprochen habe und warum ich die überhaupt so gerne habe. Und ich würde sagen, an der Stelle fangen wir direkt mal an, bevor das Intro ewig dauert. Ich freue mich über deine Aufmerksamkeit und würde sagen, let's go. Was mir gut gefallen hat, ist der Sitz im Solar Glide. In Sachen Obermaterial, das Obermaterial ummantelt den Fußrücken. Ich sage es immer wieder in den Reviews, beim Laufen möchten wir einen festen Schuh am Fuß haben. Wir möchten Kontrolle haben. Das geht hauptsächlich durch die Fersenkappe hervor und eben dann durch das Obermaterial. Und ich muss sagen, beide Bereiche sind relativ gut gelungen. Beim Obermaterial vielleicht ein Abstrich in Sachen Dicke und Atmungsaktivität. Da gibt es Schuhe, die sind durchaus atmungsaktiver, vor allem diese Lightweight-Laufschuhe von Adidas, wenn wir hier den Adizero mal vornehmen, extremst leichter Laufschuh. Natürlich ist das Vorhaben bzw. die Ziele beider Schuhe vollkommen anders und deswegen kann ich es irgendwo auch nachvollziehen, dass das Obermaterial hier im Solar Glide ein bisschen dicker ausfällt, aber es geht noch ein bisschen dünner, Freunde, und ich würde es bevorzugen. Dementsprechend der erste Tipp an dieser Stelle für Schweißfüße ist das hier definitiv nicht die erste Wahl. Und da kommt auch der Vergleich zum Solar Boost ins Spiel. Der Solar Boost unterscheidet sich in erster Linie mit dem Obermaterial. Es wirkt ein bisschen atmungsaktiver. Es wirkt auch insgesamt ein bisschen lascher, also nicht zu lasch, sodass wir da irgendwie keine Kontrolle mehr haben. Wichtiger Punkt, wie bereits erwähnt. Aber der Schuh bietet so ein bisschen mehr Freiraum. Wer also eher auf diesem Freiraum steht, wer gerne ein bisschen Freiraum rund um den Fußrücken, vor allem eben im Zehenbereich haben möchte, der kann oder wird eher in diesem Schuh glücklich, sag ich mal. Denn das Laufgefühl ist im Großen und Ganzen zwischen beiden Schuhen ähnlich, beziehungsweise ich würde fast sagen gleich. Aber was der Unterschied zum Beispiel zum Ultra Boost ist, den habe ich hier irgendwo auch stehen, könnte ich mal, da haben wir ihn. Der Ultra Boost, natürlich auch die Boost-Dämpfung wie gewohnt, wirkt aber insgesamt nochmal bounciger. Die Boost-Dämpfung ist nochmal wesentlich dicker im Ultra Boost 20 und der Schuh hat auch eine ganz andere Form, wenn man den mal so vergleicht. Dementsprechend hat er so einen größeren Bounce-Effekt, hat aber auch wesentlich, also wirklich nochmal einiges an Gewicht mehr. Für mich ist der Ultra Boost ein genialer Laufschuh in vielerlei Hinsicht, vor allem eben in diesem Aspekt, dass man ihn vor allem auch in der Freizeit nutzen kann und dann beim Laufsport. Aber ich muss sagen, dass der Solar Glide eben oder Solar Glide richtig viele Vorteile in derselben Richtung mitbringt. Der Stand ist ein bisschen tiefer, dadurch wirkt der Schuh auch ein bisschen breiter. Insgesamt empfiehlt er sich eben auch für ein bisschen breitere Füße. Im Obermaterial ist der Sitz zwar eng, aber es lässt sich trotzdem ordentlich dehnen. Von daher, breite Füße können ihr Glück auch in dem Schuh versuchen. Aber natürlich nur, wenn du nicht allzu schnell schwitzt, wie bereits erwähnt. Ansonsten, Fersenkappe richtig schön, richtig gut gelungen. Wir haben hier einen Freiraum, also ein Bereich, der relativ lasch ist. Da bin ich eigentlich kein Fan von, hat aber in dem Schuh gut funktioniert. Dann haben wir vor allem eben diese Verstärkungen an den Seiten, die wichtig sind. Und ich glaube auch, deswegen hat es so gut funktioniert. Stabilität ist gegeben. Und mir hat vor allem eben der Stand im Schuh gefallen.
Dieses Auftrittsgefühl, das bouncige Gefühl ist wunderbar in dem Modell. Im Ultra Boost ist es quasi nochmal eine Schippe obendrauf. Dadurch wirkt er, der Ultra Boost, aber so ein bisschen instabiler. Also auch nochmal ganz wichtig, vor allem für Menschen, die eben zur Überpronation neigen. Wenn du nach innen sinkst beim Laufen, dann solltest du definitiv eher zu so einem hier greifen, dem eher ja, niedriger geschnittenen Schuh, sag ich mal. Und der Vergleich, der wichtigste Punkt, wenn du dich jetzt nicht entscheiden kannst, da kannst du sehen, dass der Solar Boost, der bietet noch mal ein bisschen mehr Freiraum, wie gesagt, der bietet noch mal ein bisschen mehr Freiheit auch beim Laufen, wenn du eher so ein festes Gefühl am Fuß haben möchtest und eben das Ganze natürlich mit der Boost-Dämpfung kombiniert, dann kann ich dir diesen Schuh wärmstens empfehlen. Insgesamt hat er mir richtig gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten Versionen ausgehen wird. Ich werde die natürlich wieder testen. An dieser Stelle runde ich das ganze Review einmal ab. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, lass uns gerne ein Abo da. Das würde mich mega freuen. Und als zweiten Link in der Beschreibung nach diesem umfangreichen Video, das du dir gleich mal ansehen solltest, kann dir garantieren, dort findest du nochmal weitaus mehr Schuhe. Auch andere Vergleiche zwischen diesem Solar Boost, Solar Glide, Ultra Boost und den Temposchuhen. Ganz viele Brands, auch Nike wird da vorgestellt. Als zweiten Link findest du nochmal den Sprung direkt zu unserem Portal. Kannst dort, wenn du einen der Schuhe kaufen möchtest, ein bisschen Geld sparen beim Kaufen. Wir haben viele Partnerangebote, Partnershops. Wir bekommen eine kleine Provision für die Vermittlung. Das heißt, du hilfst uns auch beim Wachstum. Ich kann dir noch mehr Laufschuhe präsentieren. Mein Name ist Philipp und an der Stelle gibt es nichts mehr zu sagen als hau rein und mach's gut.